So, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts HD 2.5 Remix Birth by Sleep Final Mix. Yay! Im letzten Part haben wir den mystischen Turm erreicht. Wir haben mit Jens Zitt geschnackt, er hat uns ein bisschen was zu den Unversehrten erzählt. Danach haben wir hier Ceanord getroffen, also Meister Ceanord. Der hat uns erzählt, dass wir Venitas suchen sollen, weil er die Dunkelheit anzieht und er die Unversehrten dran schuld ist. Und ich würde mal kurz was sehen, ob wir jetzt das Kommandobrett dadurch starten oder in die Welt reingehen. Ich weiß es echt nicht. Ich meine, das ist ein Kommandobrett gewesen. Wenn das Kommandobrett ist, gehe ich da natürlich gleich wieder raus, weil das will ich euch später zeigen, nicht jetzt. Genau, das Kommandobrett. Du hast jetzt ein Kommandobrett 100 Morgenwald können wir spielen. Das machen wir nachher zum Ende des Let's Plays. Zeige euch mal jedes Kommandobrett einmal. Ich habe das Spiel schon Ewigkeiten nicht gespielt, das Kommandobrett-Spiel. Aber naja, wir haben es. Das ist der Sinn der Sache gewesen. So. Also heute habe ich aber viele Gäste. Daran sieht man schon, dass wir nicht der Erste sind, der hier war. Daran sieht man, dass Aqua und Ventus auch schon hier gewesen sein müssen. Weil, wie soll das sonst logisch sein? Das geht gar nicht. Habt ihr gerade das Ding gesehen, das Große? Ich sag mal so, es ist ein Boss. Es ist ein Boss in dieser Welt und ein cooler Boss, weil es ein epischer Kampf ist. Das werdet ihr dann aber sehen, wenn wir da sind. Und ja... Ich will nicht groß spoilern, wie gesagt. Okay, mal schauen. Wir kaufen mal ein bisschen ein, so ein bisschen Geld ausgeben. Wow, wir können so viel Scheiße kaufen. Feuer, Feuerrauch und den ganzen Quatsch jetzt. Ich würde erstmal gerne sehen. Ein Flyer. Können wir gar nicht. Wir haben nicht gar nicht so viel Geld, ey. Wir haben echt so wenig Scheiße, wenig Geld, ey. Unglaublich. So, mal Feuersturmlauf. Können die Sachen natürlich auch alle sonst zur Not fusionieren, aber naja. Ihr seht es selbst. Ich bin ein armer Schlucker, ich habe kein Geld. Haben Aero nicht schon mal gekauft? Ich meine, das hatten wir sogar schon mal. Ich bin jetzt hier gar nicht so sicher gerade, ob wir es schon mal hatten. Es kann sein, dass wir es schon mal hatten. Aber wie gesagt, durch den Fail in dem einen Part, naja, war das halt ein bisschen scheiße. So. Da ich gerne das so drin haben würde, machen wir es so. Okay, dann gehen wir weiter. Da war ein Save Point. Sollte ich öfters benutzen nach dem Fail vom letzten Mal. Das war so schlecht, ey. Das war so schlecht. Ich hab das danach, nachdem ich den Part fertig aufgenommen hatte, habe ich das gleich gespielt offscreen nochmal schnell. Das war ja nicht, es war ja von Kämpfen her, was wir gemacht haben, war es ja wirklich eigentlich nicht viel. Aber es war doch schon ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Weil es halt ein dummer Fehler von mir war. Weil ich so ein Trottel war, ich habe wirklich nicht gelesen, was da stand, ey. So, Feuersturmlauf. Feuerra. Und ey! So. Ich würde den Dicken erstmal gerne killen, der ist ein Arschloch. So, tschüss, Mann. Jetzt kommt ihr dran. Ja, ist in Ordnung. Ja, ich habe übrigens wirklich alles so gemacht, wie es war. Ich habe auch Vitalität und alles wieder geholt. Also das Feuerra, wie wir es gemacht hatten in dem einen Part. Vita Stufe 3. Und ja, ihr seht es aber selbst schon. So, zack. Jetzt würde ich gerne Iron mal machen. Zack. So. Ich glaube, das wäre so jetzt... Genau, wollte gerade sagen... Hallo, ich würde gerne... Na, ganz klasse, das haben wir jetzt hier... Oh, so unnötig. Ja, hauen wir jetzt ab. So, ein Mittel. Das ist eigentlich nur ein Item. So, wir müssen da hoch. Ganz normal, wie wir auch damals das mit dem anderen Ding gemacht haben. Einfach hochjumpen hier. Zack. Und natürlich auch irgendwie so springen, dass man sich da festhalten kann. Das klappt ja wieder wunderprächtig hier. Eine Sanduhr. Nein, kein... Oh, ich wollte gerade Viet reinsetzen. Ja, auf jeden Fall sollte ich gleich mal tauschen. Attacke gestiegen, Abwehr gestiegen. Und wir haben Strom, wir haben Stopp bekommen, ohne es zu kaufen. Das ist cool. Da, 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 da. Ich freue mich auf diese Welt. Luftgrätsche 2. So, komm her. Und zack, Aero und Konterstoß Stufe 4. So, da kommen wir nicht lang. Ich will kurz was schauen. Denn wir sollten unser Vita hochgelevelt haben. Jetzt kann ich das wieder rausnehmen. Zumindest das. Dann kann ich Stopp reintun. Wo ist es denn jetzt? Da, Stopp. Cool, wollte ich nicht kaufen. Das ist Geldsparerei sogar hier. Kann man die Dinge hier irgendwie aktivieren hier? Oder ich. Nee, kann man nicht. Die sind, glaube ich, nachher nur. Ja, wir können sagen, wir können sogar weiter springen. Die sind bei jedem anders. So. So. Aero. Oh, nee, ist ein Feuerer, okay. Fail. Hallo? Es ist mal gut hier. So, Feuerbronz. Ja, ich hab recht. Okay, zack. Tschüss, Mann. Und tschüss, Mann. Ich hab so absolut, das ist so ein heftig geil, ich find das so geil zu kämpfen in dem Spiel, das ist so eine geile Sache. Das ist einfach unglaublich viel besser als im ersten Teil noch. Also im zweiten Teil kommt das Spiel leider nicht ganz ran. Es ist noch ein bisschen schlechter als der zweite Teil, aber
von dem, was das Spiel kann und vor allem überleg mal, es ist nur auf der PSP. Es ist ja wirklich nur auf der PSP, wow. Und ja, dafür, was das für eine Leistung hat und so. Ja, das ist echt krass. So. Zack, tschüss, Mann. Goldrausch. Ich finde das Spiel einfach super geil. Ich glaube, das merkt man mir auch echt an. Stopp, Stufe 2. So, weiter geht's. Vor allem der Soundtrack, wie gesagt. Aber mein Lieblings-Soundtrack haben wir noch gar nicht gehört. Da kommen wir erst noch hin in die Welt. Es ist eine sehr merkwürdige Welt. Ich finde sie vom Sinn her ist sie ein bisschen komisch, aber die Musik ist da cool. Medica, wow. Ach Gott, wer macht. Hier lebt irgendwo noch ein Gegner. Den können wir gar nicht ins Mühe gerade. Lebt immer noch einer. Ach, da unten. Hallo? Komm. Na Gott, leck mir Marsch. Ich hab keinen Bock, zu dir runterzulaufen. Ich bin ein fauler Mensch. Kannst du mir hochkommen, wenn du kämpfen willst? Aber ich komme nicht zu dir runter. Nee. Was soll denn die geilen Soundtrack denn? Wenn ihr irgendwelche Ideen für Kommandofusionen habt und so weiter, könnt ihr mir sie gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich werde sie so gut umsetzen, wie es geht. So, Aero. Dann können wir den Dicken killen, ohne dass er uns Probleme macht hier. So, tschüss, Mann, Aero. Hallo, ist Norddog. Ich weiß noch, damals, in dem ersten Let's Play, als ich diese Dinger, Alter, als ich die getroffen habe, ihr seht es selbst, diese Arschlöcher. Ich wollte gerade sagen, irgendwo fliegt ja so ein Spack noch rum. Da kann man ein bisschen tiefer kommen. Kann ich Stopp einsetzen? Stopp! Haha. Da kann er sich nämlich nicht mehr bewegen. Man kriegt gleich den ganzen Schaden auf einmal. Und zack. Er stirbt, glaube ich. Ja, er stirbt, war klar. Feuerlauf. Bam. Und tschüss, Mann. Au. So, wir müssen erstmal den fliegenden Magger killen. Ja, der nervt mich auch noch wie Sau, ja? So. Lass mal kurz stoppen, dann können wir den ganz in Ruhe angreifen. Okay, zack. Und er ist tot. Super, so kriegen wir uns nämlich am besten hin. Wir sollten uns eventuell mal heilen. Na, ist in Ordnung. So, komm her, ihr kriegt dich so. Down. Und zack. Wow. Terra, du hast nicht getroffen. Ist dir mal aufgefallen? Ist das immer aufgefallen? Alter, das war Eis, du Arsch. Du Arsch. Mann, jetzt geh doch mal. Voll, ich treffe ganz in die Falschen. So, wow. Er steht erstmal ganz geschillt neben dem Gegner und wartet so, yeah. Wir sammeln erstmal ganz in Ruhe die Truhe ein. Scheiß auf den Gegner. Feuerlauf und Gretchen. Wir haben zweimal Eis bekommen. So. Mal schauen. Wir haben was gelevelt auf maximal Aero und Stopp. Da kann ich Giftklinge einmal reintun. Und das Eis nochmal. Dann können wir später Eisrahmen machen. Haben wir Feuer normal gerade? Nö, haben wir nicht mal. Cool. Egal. Gut, weiter geht's. Also ich werde versuchen, meiste Zeit immer einen Heilzauber auf jeden Fall drin zu behalten. In dem Fall ist jetzt ja gerade Vitra. Ich glaube, wir haben den Kampf gleich so jetzt schon, oder? Ja, wir haben ihn jetzt schon. Okay, wart's ab. Ihr seht es gleich. Van, Terra, Aqua. Und der Boss sollte euch ein bisschen an Kingdom Hearts 1 erinnern, an die Rüstungstypen. Es ist im Prinzip sowas in der Art. Ist halt ein unvisierter und er ist anderes Farbi. Er ist komisch, sieht er aus. Er ist aber cool, weil wir erstmal zu dritt kämpfen hier. Mit hier Ventus und Aqua. Ich wollte gerade Donald und Goofy sagen. Nein, Ventus und Aqua natürlich. Oh man. Naja, kriegen wir schnell. Das ist der epische Kampf, den ich meinte in dem Spiel. Also in der Welt hier. Der ist wirklich gut. So, besiege den Unvisierten. Schalte zuerst seine Arme und Beine aus. Alles klar. Ich glaube, also in jeder von den drei Geschichten machen wir diesen Kampf hier. Das werdet ihr euch mal drauf einstellen können. Das wird in jeder Geschichte vorkommen hier. Okay, Goldrausch. Zack. Okay, aufpassen. Wir müssen trotzdem aufpassen, dass er mich nicht zu häufig trifft. So. Das Gute ist aber, ihr seht das ja selbst gerade, so viel Schaden macht er mir selbst auch gar nicht. Also das Gute ist, wir sind, wie gesagt, zu dritt. Okay, aufpassen. Das Ding dreht sich, meine ich jetzt genau. So, ausweichen. Ausweichen. Au. Okay, wir sollen heilen. Okay, super. Nein. Okay. Ich kann kein Dealing einsetzen. Das ist ja nett. Okay, wir gehen erstmal weg. Wir warten eben mal ab hier. Wir hauen die ganze Zeit ab und warten, bis sie uns heilen können. Dann können die erstmal kämpfen. Die regeln das schon irgendwie.
Oh, na, ah, es war klar. Man kann nicht so stylisch ausweichen wie in Kingdom Hearts 1. Das geht hier nicht. So, kann ich neue Versuch diesmal machen direkt? Ich habe keinen Bock, das ganze Scheiß nochmal zu wiederholen. Danke. Gut, besiege den Unvisierten. Schalte zuerst deine Arme und Beine aus. Yay! Das war klassisch Fail. Das war so klar. Ich mag das. Vor allem in einem Bosskampf am ersten Fail reingekloppt. Ich liebe das. So. Ich wollte gerne. Genau, ich wollte eigentlich Feuer. Ich wollte eigentlich Dings aktivieren, aber hat nicht geklappt. Hallo? Okay, Giftklinge. Eis will ich machen. So. Okay, Goldrausch. Okay, warte, Feuersturmlauf. So, ausweichen jetzt. Oh, oh, das war schlau. Ich bin mit dem Strahl gegangen und bin im Strahl drinnen geblieben und habe mich dann... Oh. Es ist noch nicht unglaublich. Jetzt war, jetzt fällen wir... Oh. Leute. Runde 3. Ich mag es. Na komm, nicht so lange hier warten. Ich will auch erst die Beine ausschalten. Das ist auch so eine Problematik. Vor allem, wir können den Kampf kein D-Link benutzen. Was ist das für eine Scheiße hier? So. Eis. Autsch, autsch, autsch. Hallo, wir haben es verstanden. Okay, Feuerer. Und Giftklinge. Und wir haben jetzt Feuer. Gentix-Bums. Genau, Feuerbohr. Okay, aufpassen. Aufpassen. Wir sollten aufweichen. Aufpassen. Wir sollten erstmal ausweichen, bevor wir weiter angreifen. Okay, aufpassen. Ich glaube, jetzt müsste auch wieder aufhören. Genau. Okay, okay, okay. Wir haben jetzt, genau, Feuerbrunnen. Zack, und tschüss, es ist down. Okay, was haben wir jetzt gerade ausgewählt? Na egal, wir greifen in den Kopf oder was auch immer. Das ist gerade an, das ist mir egal. Okay, Feuer. Okay, ich glaube, es trifft. Irgendwann trifft es nochmal. Hallo, kannst du mal wieder herkommen? Oh, 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 hat mich nicht getroffen? Eis. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen irritierend, muss ich ehrlich gestehen. Feuerbrons. Feuerdingsbrons. Das war immer, das ist doch gerade hieß, der Angriff. Wir müssen gleich wieder Feuerbrons eigentlich haben, von der Logik her. Aufpassen. Aufpassen. Jetzt bin ich nicht erwischt jetzt. So, und Angriff und Feuerbrons. Okay, jetzt grill ich die Kackdinge. So, nächster weg hier. So, tschüss, Mann. So. Nein, ist jetzt noch. Das ist dein Ernst jetzt gerade. Feuerbrunst. Oh. Okay, das Gute ist ja. Hallo? Das ist gar nicht gut. Wir sollten eventuell jetzt aufpassen, dass wir jetzt erstmal unser Vitra wieder voll bekommen. Und jetzt erstmal warten, dass sie das machen, ja? Boah. Oder ich greife ihn jetzt an und besiege ihn jetzt halt einfach. So, tschüss. Maximal LP gestiegen, Felsspalter erlernt. Wow. Das hätte auch wieder schief gehen können gerade, aber wir haben es noch geregelt bekommen. Die Macht von Terra ist nicht zu unterschätzen. Würde ich mal so behaupten, oder? Ah, ja, kann man sagen. Terra! Then, now, come on! Das war's. Wir haben gewonnen. We make a good team. Sure do. Oh yeah. I got you these tickets. For what? Lifetime passes to Disney Town. He said to. He said to take two grown-ups. You mean us? Listen to me, Van. We need to get you home. It's okay, Aqua. Trust me, that guy in the mask is history. I'll never badmouth Terra again. You saw the boy in the mask? Yes? Vanitas. Ven, you let Aqua take you home. No way! I want to go with you guys. You can't. We have a dangerous task ahead of us. I don't want you to get hurt. And what is this dangerous task, Terra? It doesn't sound like what the Master told you to do.
It might be a different route, but I'm fighting the darkness. I'm not so sure. I've been to the same worlds as you, and I've seen what you've done. You shouldn't put yourself so close to the darkness. Listen to yourself, Aqua. Terra would never... You mean you've been spying on me? Is that what he said to do? The Master's orders? He was only... Aqua. I get it. Terra! Just stay put. I'm on my own now. All right? Terra, please, listen. The Master has no reason to distrust you, really. He was just worried. Na, immerhin hat er gesagt zu ihr, erstmal Disney Stadt Pass, Eintrittskarte für Disney Stadt auf Lebenszeit. Na, da werden wir auch noch hinkommen in die Welt. Da merkt er, dass wir vor Aqua auf jeden Fall in den meisten Welten auf jeden Fall waren. Bisher. Mit Terra auf jeden Fall. Master Xehanort is the only one I can still count on. You must be Terra. It's that old coot. He won't stop asking for you. I came all the way out here to get you, just so he'd clam up. What do you mean? Ha! Do I have to spell it out? Xehanort, whatever he's called. You know, my prisoner. You're apparently not a very good liar. Master Xehanort would never let himself be caught by a thug like you. As if. I got the old coot at my mercy. See for yourself. I'm holding him underneath the outer gardens. Better show up before I lose my patience. Ciao. There's no way it's true. But no harm in looking. Ja, man kann ja mal nachsehen, ne, was da so abgeht, so, ne. Kann sein, dass er die Wahrheit sagt, ne, als ob sich Xehanort von so einem Vollbratze sich fangen lässt, ey. Ohne Scheiß. Geiles Geräusch, ey. Ich liebe es. Ich weiß nicht, ob wir jetzt der Gegner gleich von Tinen Platz. Ich muss mal schauen, wenn wir gleich Gegner haben, muss ich mich echt heilen. Weil. Okay, wir sind hier wieder. Okay. Heilen wir uns. Hui! Okay, weiter geht's. Wir laufen. Okay, wieder dicke. Feuer-Strom-Durmlauf. So, Giftklinge. Wow, und wieder wunderbar nicht getroffen. Wunderbar. Hallo, ist in Ordnung, Digga. Willst du mich jetzt nerven? Ich werde jetzt nicht schon bei dem Dicken hier sterben. Na, komm her. Okay, los geht's. Feuerbrunst wahrscheinlich wieder, ja. Okay, ich glaube, kriegen wir kaputt. Genau, wir kriegen kaputt, bevor er durchdreht. Okay, wir sind im Feuerbrunst. Ein bisschen aufpassen. So, jetzt ist es zu spät gewesen. Er ist jetzt halt ein bisschen doof. Feuer Stufe 3. Aufpassen. Ich wollte gerade ausweichen, damit wir uns nicht treffen lassen. So, er ist down. So, ist auch kein Gegner mehr da. Was ist das denn? Alle wieder tot, oder was? Alle wieder tot. Geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. So, ich glaube, wir sind wieder genau im Wohnviertel. Wir werden ein bisschen Shopping-Tour machen noch. Ja, ich meine jetzt so ein bisschen shoppen, weil wir haben ja wieder Geld und können wir ein bisschen schauen, was wir noch nicht haben von den Dingen. Wir haben noch auf jeden Fall Fesselschlag noch nicht. Und ich werde nochmal ein Feuer machen. Feuer kaufen, Entschuldigung. Mir fiel gerade der Name nicht ein. Feuer, wollte ich sagen. Feuer kaufen. Verdunkeln haben wir schon bekommen, aber uns fehlt auf jeden Fall noch Fesseln und Verwirren. Gift haben wir ja schon gekauft. Und Stopp haben wir auch und alles. So. Kurz schauen. Das machen wir jetzt eben noch in dem Part hier. Vitara ist auf Vita. Wir haben Kombo Vitalität haben wir bekommen. Mir fiel gerade der Name wieder nicht ein. So. Dann werden wir. Das Eis brauchen wir jetzt nicht gerade. Medica. Achso, Medica kann ich leveln. Okay. Dann packen wir mal Verdunkeln mit rein. Haben wir irgendwas hier bekommen noch, was ich noch reintun kann? Nö. Hier. Und hier. Schaltschatten Stufe 5 ist auf maximaler Stufe. Okay. Okay. Gut, dann werde ich den Partner an dieser Stelle beenden. Ich werde mich offscreen ein Level trainieren, dass wir diese Erfahrungspunkte haben für das nächste Level ab. Und im nächsten Part, ja, werden wir ja weiter gucken, was mit Xehanort abgeht und was da nicht abgeht. So, bis zum nächsten Mal und ciao.